Im Oktober 2021 stellten wir den Kontakt zwischen der Universität von Ica und der Technischen Universität von Lima her. Vor allem die Fakultät für Geologie, Bergbau und Metallurgie hatte Interesse bekundet, weil man auf die metallischen Implantate aufmerksam geworden war. Die Fakultät möchte die Forschung auf ein professionelles Niveau heben und sie aus der Zone der Halbwahrheiten, Spekulationen und Pseudowissenschaften befreien, damit letztendlich bewiesen werden kann, um was es sich bei den Funden handelt, Fälschungen oder reale Mumien. Im November 2021 hatte ich dann die Möglichkeit, die bisher vorgenommenen Studien vorzustellen, um bei der Gelegenheit auf die Vorteile einer Forschung seitens der Universität in Lima zu verweisen. Dabei erwähnte ich ebenfalls, dass mit Gegenwind vor allem von Seiten des Kulturministeriums zu rechnen sei, weil man den Funden dort seit der ersten Stunde sehr negativ gegenüber eingestellt ist. Natürlich verwies ich einmal mehr darauf, dass das Ergebnis der Studie auf jeden Fall von Vorteil für Peru sein würde, da man so entweder der besten Mumienfälschung der Geschichte oder aber einer wissenschaftlichen Sensation auf die Spur kommen könne. Meine Aufgabe während der Präsentation sah ich darin, auf das bisher Erforschte mit der notwendigen Objektivität zu verweisen. Am Tag der Präsentation erschien ebenfalls der Dokumentarfilmer Joyce Mantilla, der die Geschichte der Mumien seit 2017 verfolgt und einige Szenen seines Filmmaterials zur Verfügung stellte, um den Anwesenden der Konferenz einen näheren Einblick zu geben. Wie der Dekan der Fakultät dann bemerkte, sei das Thema höchst interessant und man würde gerne diesbezüglich forschen, um einen ernstzunehmenden Beitrag dazu abzugeben. Der Dekan bemerkt nochmals, dass es ihm vor allem um reine Grundlagenforschung ginge, nicht um das Zitieren der bereits erstellten Dokumente. Die Universität hätte die Mittel, um hier die notwendige Ernsthaftigkeit und Professionalität an den Tag zu legen, darüber hinaus die entsprechend interessierten Wissenschaftler dafür abzustellen. Der Leiter der Spektrometrie gab seine kritische Meinung zu den sogenannten Nachforschungen des Kulturministeriums sowie einiger voreiliger Paläontologen und Ufologen ab, die sich in ihren Bewertungen nur auf Fotos stützten. Er würde sich bei seinen Forschungen von Fakten leiten lassen und dazu gehörten nun einmal ausgiebige Analysen des Materials. Man gebe keine Hypothese einfach aus dem Nichts ab. No son huevos, definitivamente. Huevos de cuarzo, tal vez. Ahí está, vamos a meter la momia que tiene los huevos, ¿no es cierto? Y se han detectado que los huevos son de metal. Mira, ahí están los huevos. ¿Ah? Ich zitiere an dieser Stelle einmal Marie Curie, die einst sagte: Wissenschaftler glauben an Dinge, nicht an Menschen. Albert Einstein hätte vielleicht hinzugefügt: Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null. Und das nennen sie ihren Standpunkt. Der Leiter der Abteilung Spektrometrie bemerkt noch: Die Arbeit ist interessant. Man sollte sie mit einigen zusätzlichen experimentellen Messungen komplementieren. Normalerweise erfolgt bei einer wissenschaftlichen Arbeit erstens die Beobachtung, zweitens experimentelle Messungen, drittens logischerweise das Erstellen einer Hypothese oder entsprechender Modelle. Man darf aufgrund einer einzigen Sache keine vorschnelle Meinung bilden. Aber, wird er gefragt, einige bringen ihre Schlussfolgerungen aufgrund dessen vor, was sie im Internet gesehen haben. Das kann sein, antwortet er, aber das ist unverantwortlich. Auf den Mumien hat sich eine Substanz gezeigt, und zwar Cadmiumchlorid.
Dessen Auftrag führte dazu, dass der später aufgetragene Kieselgur haften blieb. Jedoch wurde Cadmium erst 1817 fast zeitgleich von den Deutschen Friedrich Strohmeier und Karl Hermann entdeckt und war bis dahin unbekannt. Mendoza würde daher gerne wissen, was genau es mit der Substanz auf sich hat und sie einigen eingehenden Tests unterziehen. Es wäre seines Erachtens eine erstaunliche Leistung, wenn man schon zur damaligen Zeit gewusst hätte, wie man die Substanz erhält und verwendet. Nur eine Hochkultur wäre dazu fähig gewesen. Die ersten Abonnenten dieses Kanals, die sich unter den Zuschauern befinden, wissen, dass bereits im ersten Video der Wunsch zum Ausdruck kam, der Wahrheit auf die Spur zu kommen. Nun haben wir endlich die Gelegenheit, Teil dieser Spurensuche zu werden, mit unserem entsprechenden Wissen in den Bereichen Archäologie, Geschichte und Technik. Wir freuen uns darauf, euch an dieser Reise teilhaben zu lassen. Wir wünschen euch nun allen einen guten Rutsch ins Jahr 2022 und verabschieden uns bis zum nächsten Video im neuen Jahr.